Was sagen Sie dazu? Mein Name ist Rebecca Reinhardt, ich bin Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Hohe Luft. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts der WBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Es erwartet Sie heute eine sommerliche Überraschungsfolge, nämlich eine, in der Sie mich ausnahmsweise nicht als Fragende erleben, sondern als Befragte, sprich als Autorin eines neuen Buches. Und ich freue mich ganz außerordentlich, jetzt hiermit ohne weiteres übergeben zu dürfen an unsere Gastmoderatorin. Das ist nämlich die geschäftsführende Direktorin der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Es ist Beate Farnhorn. Hallo, Frau Farnhorn. Ja, hallo, Frau Reinhardt. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Gerne wechseln wir heute die Rollen und ich moderiere diesen Podcast und Sie sind meine Gesprächspartnerin. Sie haben, liebe Frau Reinhardt, ein Buch geschrieben, in dem es um die Daseinsbedingungen von Frauen und damit indirekt auch von Männern in diesem, unserem Jahrhundert geht und dabei auch um die Frage, wie wir Frauen diesen oft widersprüchlichen Erwartungen, denen wir ausgesetzt sind, denen zwischen dem Wollen, dem Sollen und dem Müssen, wie wir diesen Erwartungen selbstbestimmt begegnen können. Frauen sind, so der Titel Ihres Buches, die Zentrale der Zuständigkeiten. Sie managen nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer Familie, sind zuständig, wo es immer auch hapert. Gemütlich soll es daheim sein, ordentlich soll es aussehen, alle sollen sich wohlfühlen. Wer bleibt daheim, wenn das Kind krank wird? Wer kümmert sich überhaupt um die Kinder? Sind es nicht meistens die Mütter, die zum Kindergarten gehen, am Bastelnachmittag teilnehmen, am Elternabend teilnehmen? Wer hat die Einkaufsliste im Kopf? Wer das Geburtstagsgeschenk für den Abend gekauft und dann auch hübsch verpackt? Frauen sind, so scheint es, ständig im Einsatz. Und sind sie es nicht, haben sie Schuldgefühle. Warum eigentlich tun wir Frauen uns das an? Und warum, Frau Reinhardt, haben Sie sich ausgerechnet jetzt mit diesem Thema beschäftigt? Ja, vielen Dank, Frau Farnhorn, erstmal für Ihre Eingangsfragen. Es sind ja eigentlich zwei Fragen. Vielleicht starte ich mal mit der zweiten. Was war der Anlass sozusagen des Movens, dieses Buch zu schreiben, die Zentrale der Zuständigkeiten? Es war tatsächlich die Corona-Pandemie, also als sie begann 2020. Da wurde ja auf einmal klar, ja, dass nicht nur sozusagen die Gesellschaft als Ganzes auf Kante genäht ist, ja, unsere Ökonomie, sondern eben auch unsere Familien und dass gerade eben auch ja Frauen, modernen, arbeitenden Frauen, oft auch Müttern natürlich, da eine tragende Rolle zukam. Also sprich eigentlich auch eine ganz unerlässliche Systemrelevanz. Und das war für mich der Anlass zu sehen, und das wurde ja auch von der Soziologie beschrieben, unter anderem auch von Jutta Almedinger, die Soziologin, die hier ja auch schon im Podcast war, dass tatsächlich dies dringend jetzt ein Anlass sein sollte, eben nochmal zu hinterfragen, was für ein Bild von moderner Frau, was für geschlechtsspezifische ja, Rollenzuschreibungen und Aufgaben sind heute tatsächlich gültig, sind auch legitim in der Art und Weise, dass sie eben keine allzu große Überforderung dann eben eines bestimmten Teils der Gesellschaft, sprich der Frauen, mit sich bringen. Also kurz, es war mir einfach wichtig, die Stimmen aller Frauen, ja, die in diesem gewaltigen Druck stehen heute, sowohl arbeiten zu müssen, eben zu leisten, Gewinne zu erwirtschaften, wie auch dann die sogenannten weichen Pflichten zu erledigen, also sprich Sorgen, Pflegen, Harmonie auch zu verbreiten, ja, und einfach ja die gute Seele und der Nation zu sein, ja, eine Stimme eben für alle uns moderne Frauen zu geben, speziell stellvertretend auch für Frauen, die tatsächlich eben keine Zeit haben jetzt in diesen Zeiten. Jetzt haben wir 2022, das ist das Jahr der Zeitenwende. Es ist nicht absehbar, ja, dass dieser gewaltige Druck, der
auf, selbstverständlich auf allen Menschen heute in unserer Gesellschaft lastet, aber speziell eben auf Frauen weniger wird. Und der zweite Anlass war, und damit, das ist sozusagen jetzt mehr, ja, vielleicht doch ein Anlass, der ein bisschen in eine theoretische Richtung geht, dass mich schon seit einigen Jahren stört, dass in den Gender Studies eine bestimmte Ideologisierung Einzug hält, die aus feministischen Themen etwas macht, das mir nicht gefällt, dass ich aus philosophischer Sicht etwas zu dogmatisch empfinde. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch, und das hat durchaus auch mit einer gewissen theoretischen Analyse meinerseits zu tun, haben wir, denke ich, in dieser Gesellschaft etwas, das ich gerne ja den Marketing-Feminismus nenne, ja, also den Tupperware-Feminismus auch mit anderen Worten, eine Art von Feminismus, der eben Frauen suggeriert nach Art des amerikanischen Potenzfeminismus, sie müssten alles haben, ja, weil sie alles haben können heute, weil sie einfach Superwomen sind. Und diese Erwartungshaltung, die von vielen Frauen, wie ich es beobachte, heute verinnerlicht werden, denke ich, ist auch nicht unbedingt etwas, das uns heute weiterbringt. Ja, kommen wir vielleicht mal und reden ein bisschen über Superwomen und schauen uns die genauer an. Superwoman heißt ja, dass die moderne Frau in allen Bereichen eigentlich immer ein Maximum an Erwartung erfüllt oder ein Maximum an Leistung erbringt. Nicht? Auf der einen Seite ist die moderne Frau die ideale Ehefrau, sie kümmert sich um die Kinder, ihre Kinder sind erfolgreich, sie ist auch verantwortlich für den Erfolg ihrer Kinder. Gleichzeitig sind Frauen, haben sie attraktiv zu sein, sportlich zu sein, joggen an jedem Morgen, noch bevor sie dann erfolgreich zur Arbeit gehen, sind super organisiert, fürsorglich, sind eben auf der einen Seite hart, auf der anderen Seite weich und werden dem gerecht. Das ist ja eigentlich eine ständige Überforderung. Was macht in dieser Rolle dann eigentlich der Mann? Ist der jetzt auch ein Superman oder welche Rolle hat er zu erfüllen? Das ist eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Frage. Also ich denke, als erstes ist es wirklich mal wichtig, klarzustellen, dass eben nicht nur jetzt mein Buch, sondern generell das Thema Rolle der Frau eines ist, das wirklich eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz große gesellschaftliche Frage ist. Eine gesellschaftliche Frage, eine große Herausforderung, die eben alle betrifft, auch die Männer. Man kann zu Recht sagen oder entgegenhalten, ja, aber hat nicht Corona auch gezeigt, ja, dass auch moderne Männer, ja, die gemeinschaftlich ja mit ihren Frauen den Haushalt führen, die eine gleichberechtigte Beziehung wünschen, dass sie nicht genauso überfordert waren, nicht genauso zentralen der Zuständigkeiten sind und so weiter und genauso viel leisten. Also ich würde sagen, ja und nein. Es gibt wirklich, wir leben jetzt nicht mehr im 19. Jahrhundert, ja, also wir leben im 20. Jahrhundert. Die Emanzipation hat große Fortschritte gemacht. Wir sind sehr viel weiter davon gekommen zu sagen, ja, das Thema Feminismus ist jetzt nur ein Kampfthema von irgendwelchen verhärteten Frauen, die egoistisch ihre Interessen durchsetzen wollen. Es geht wirklich bei dem Thema Feminismus um eine faire Aufteilung von Pflichten und Privilegien heute, denke ich, für die meisten, die in unserer Gesellschaft leben und damit eben auch für die Männer. Ich glaube, der Grund, warum dennoch bis heute und gerade heute Frauen sozusagen mit den Erwartungen der Gesellschaft und auch ihren eigenen Erwartungen an sich selbst so überfordert sind und so vielfach eben auch im Burnout oder in der Depression dann leisten, im schlimmsten Falle. Warum das immer noch so ist, liegt eben hat historische Gründe. Das liegt daran, dass eben Privilegien und Pflichten seit eigentlich dem Zeitalter der Aufklärung in asymmetrischer Weise verteilt sind. Und diese Verinnerlichung, dass eben Männer bestimmte Privilegien haben, die sehr viel mit Autonomie zu tun haben und Frauen sehr viele Pflichten, die sehr viel mit Abhängigkeit und bestimmten Bedienleistungen zu tun haben, diese Verinnerlichung dieser historisch tradierten gesellschaftlichen Normen, die spielt meines Erachtens eine ganz, ganz große Rolle, warum letzten Endes, obwohl es
viele, wenn nicht gar die meisten Männer in gleichberechtigten Beziehungen nicht wollen, die spielt eben dafür die entscheidende Rolle, dass dennoch das meiste an Workload, sowohl im Harten wie auch im Weichen, dann letzten Endes doch von Frauen erledigt wird. Sie haben in Ihrem Buch beschrieben, wie Frauen im privaten wie auch im öffentlichen Leben nicht gehört, wie sie regelrecht überhört werden und sich kein Gehör verschaffen. Ich habe mich da gefragt, auf der einen Seite haben wir mittlerweile emanzipierte Frauen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und die auch gehört werden. Denken wir an Annalena Baerbock, an Greta Thunberg, an Angela Merkel. Dennoch wird auch ich, und es ist auch meine Beobachtung, sagen, tatsächlich passiert es oft, dass Frauen überhört werden, regelrecht unbewusst oder bewusst überhört werden. Was können Frauen tun, damit sie sich Gehör verschaffen? Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage und auch ein wichtiges Thema. Also ich kenne so viele Frauen, und dieses Buch ist selbstverständlich nicht nur aus theoretischer Recherche entstanden, sondern aus sehr vielen Gesprächen mit arbeitenden Frauen, speziell auch arbeitenden Müttern heraus. Und es ist wirklich eine Erfahrung, die, glaube ich, jede Frau heute gemacht hat. Ja, man äußert eine wirklich fundierte, gut begründete Idee in einem Meeting, in einem gemischten Team, gerade auch in der Öffentlichkeit, und wird überhört oder im schlimmsten Fall, wie man heute sagt, gesilenced. Also kurz, man wird irgendwie unterbrochen oder der männliche Kollege oder Partner sagt letzten Endes 2 Minuten später genau das Identische. Ja? Und ihm wird dann sozusagen das Urheberrecht dieser Idee zugeschrieben. Auch das ist, wie gesagt, unbewusst. Und es hat überhaupt nichts zu tun, dass Männer jetzt böse sind, ja, oder sich irgendwie mit wortreich behaupten wollen und Frauen unterdrücken wollen. Um Gottes Willen, so ist es überhaupt nicht. Auch hier ist der Grund, und ich glaube, das muss man auch zunächst ein bisschen erklären, bevor ich auf Ihre Frage antworte, tatsächlich kulturhistorischer Art. Ich bin eine große Freundin der Historikerin, der Bücher der Historikerin Mary Bird. Vielleicht können wir sie hier auch mal einladen eines Tages. Die hat sich sehr viel eben mit diesem Thema autoritative öffentliche Rede befasst. Und sie schreibt eben, dass letzten Endes das Privileg, die Redemacht und damit eben auch die Entscheidungsmacht zu haben, beim Manne liegt. Also man findet schon bei Homer einschlägige Beispiele, während eben bei der Frau traditionell, also ich sage nur traditionell, diese Macht nicht zu finden ist. Die Aufgabe der Frau, oder die Pflicht der Frau ist es vielmehr historisch betrachtet, eher einen schweigsamen, einen fruchtbaren Körper zu haben und dann sich respektvoll zu verneigen, wann immer der Mann etwas sagt. Ja? So, jetzt leben wir im Jahr 2022. Ja? Also das 1:1 gilt das ganz bestimmt nicht mehr. Und Sie haben ja zu Recht gerade Annalena Baerbock erwähnt oder auch Angela Merkel, die sehr viel bewirkt haben bzw. bewirken in dieser Welt. Dennoch ist es aber auch so, dass wir immer natürlich schauen müssen, gerade Positionen, wo es um wichtige Entscheidungen geht, ob es jetzt in der Politik ist, ob es in der Wirtschaft ist oder auch in den Geisteswissenschaften, müssen wir einfach sehen, dass die meisten dieser Positionen nach wie vor männlich besetzt sind und dass eben aufgrund dessen, dass da keine Normalisierung eingetreten ist, was eben wirklich eine plurale Diskussions-, Debatten- und Entscheidungskultur hat, solange eben Frauen dort relativ in der Minderheit sind, wird es weitergehen mit diesem Überhörtwerden oder auch gesilenced werden. Also was kann die Frau machen? Ich würde raten, auch da wieder das auf nicht ideologische und nicht bornierte und verkrampfte Art und Weise zu tun, sondern mit Leichtigkeit. Ich möchte jeder Frau raten, weil ich mir das auch selbst so angeeignet habe und weil ich wirklich phänomenale Erfolge damit immer wieder erziehe, sich mal ein bisschen mit Argumentationslogik zu befassen und erstmal unterscheiden zu lernen, was eigentlich in einem Dialog, wo ich vielleicht ständig unterbrochen werde, ist wirklich jetzt ein gutes Argument? Also wie oft geschieht das mit guten Gründen, dass man mich unterbricht? Und wie oft mit Pseudo-Argumenten, sprich mit einem Autoritätsargument, mit einem falschen Dilemma, mit einer Selbstviktimisierungsstrategie, mit einem Bestätigungsfehler? Und es ist sehr elegant in der Konversation, dann zum Beispiel sowas direkt anzusprechen und damit auf
charmante und elegante Art und Weise, ja, eine Autorität auch, nicht nur der Rede, sondern auch des Logos, ja, für sich zu reklamieren, die einem selbstverständlich als gut ausgebildete Frau zusteht, ja, die ja auch nicht beleidigen will oder nicht irgendwie zurückschlagen will, sondern einfach Teil einer demokratischen Diskussions- und Entscheidungskultur sein möchte. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt brauchen, ja, in dieser doch so entscheidenden Zeit, in der wir leben. Mich beschäftigt dabei die Frage, Männer und Frauen sind ja nicht gleich. Sie sind von Natur aus unterschiedlich ausgestattet. Frauen sind diejenigen, die in der Lage sind zu gebären. Männer sind ausgestattet mit einer viel kräftigeren Stimme. Sie sind überhaupt physisch stärker. Und Sie sagen jetzt, die Rollenbilder, die haben sich historisch ausgeprägt. Was sind denn eigentlich Unterschiede, von denen wir sagen, das ist Fakt? Und was sind vielleicht klischeehafte Zuschreibungen, die im Laufe der Zeit historisch sich entwickelt haben, die aber faktisch oder wissenschaftlich keine wirkliche Grundlage haben? Ich denke, das Problem ist eben, dass in unserer Gesellschaft diese schiere biologische Tatsache, dass zum Beispiel es nur Frauen sind, die Kinder zur Welt bringen können, dass die eben oft so auf unklare Weise verquickt wird mit Stereotypen, mit Rollenzuschreibungen. Und da sind wir dann ganz schnell dabei, eben Frauen auf ein bestimmtes Bild sozusagen ja festnageln zu wollen als Gesellschaft, als System, auch als Wirtschaftssystem. Das heißt also, jetzt, was speziell diese wichtige Frage betrifft, was ist eigentlich eine gute Frau? Was ist eine gute Frau und eine echte Frau? Eine echte Frau wäre dann sozusagen eine Frau, die auch Kinder tatsächlich zur Welt gebracht hat, also die sozusagen bewiesen hat, dass sie eine echte Frau ist. Und eine gute Frau wäre dann in dem Zusammenhang mit diesem biologischen Faktum, dass sie bestimmte Sorgepflichten selbstverständlich erfüllt, heute allerdings immer in untrennbarer Allianz mit den sonstigen Verpflichten, die sie auch im Berufsleben zu erfüllen hat. Denn es ist ja nach wie vor nicht so, dass jede Frau, die meinetwegen heute 3 Kinder auf die Welt gebracht hat, dann einen entsprechenden Mann hat oder eine sonstige Person hat, die ihr dann den Rücken frei hält, sondern es ist eben dann eine Doppeltheit an Verpflichtungen, und damit sind wir eigentlich wieder bei der Eingangsfrage, die heute dann Frauen qua Biologie, aber eben vor allen Dingen auch qua historisch sich entwickelt habenden Rollenzuschreibungen in die Überforderung bringt. Vor diesem Hintergrund müssen Frauen ja immer wieder auch Entscheidungen treffen. Ende 20, Anfang 30-jährige Frau steht irgendwann vor der Entscheidung, will sie Kinder bekommen, will sie Karriere machen, würde sie in Teilzeit arbeiten oder nicht, wenn sie Mutter wird. Aber auch ganz andere Fragen, wie ziehe ich in eine andere Stadt, um dort Karriere zu machen, lass dann vielleicht meine Eltern in der Ferne, auch wenn diese älter werden, lasse meine Freunde hinter mich und ziehe eben in diese andere Stadt. Solche Entscheidungen sind ja oft auch mitgeprägt von den Rollenerwartungen, die Frauen obliegen. Was würden Sie oder was raten Sie Frauen, wenn sie vor solchen wichtigen, schwierigen Entscheidungen stehen? Also es ist natürlich ganz klar zu sagen, vor schwierigen existenziellen Entscheidungen, die nicht nur bestimmte Ausschnitte und Abschnitte des Lebens betreffen, sondern quasi die Totalität, ja, eine Existenz. Vor solchen Entscheidungen stehen selbstverständlich auch Männer, ja, auch moderne Männer, die auch diese Rollenvielfalt leben müssen, wie wir ja vorhin gesagt haben, genau wie Frauen heute oder auch wollen oder sollen. Aber ich denke eben, wie Sie auch schon sagten, Frau Fahnhorn, es ist eben tatsächlich so, dass man bei Frauen noch mal genauer hinschaut, was eben solche existenziellen Weichenstellungen betrifft. Ja? Also zum Beispiel, wie oft hören wir, ja, wenn gefragt wird, was als Frau? Ja? Du studierst Physik, ja? Oder wie jetzt? Du gehst nach Tel Aviv? Oder du kriegst jetzt noch ein Kind mit über 50? Oder auch zum Beispiel in meinem Fall, ja, wo ich so lange auch gefragt werde, ach, Sie sind freiberufliche Philosophin und von was leben Sie?
Ja, also damit will ich nur sagen, es ist viel gängiger immer noch. Ja, es wird viel besser natürlich, aber es ist immer noch viel gängiger, dass die ganze Gesellschaft ihre Nase in die Frau steckt, ja, um das mal ein bisschen blumig auszudrücken, und eben prüft, ist sie immer noch eine gute Frau? Ist sie immer noch eine echte Frau? Oder was macht sie da eigentlich? Das ist interessant. Ich würde jeder Frau, die heute vor einer existenziellen Entscheidung steht und die nicht sozusagen sagt, mir ist alles egal, ja, und ich starte da durch, so kampfmäßig, und ich mache jetzt nur das, was gut für mich ist, ja, sondern jeder Frau, die wirklich in Beziehungen lebt zu ihrem Mann, zu ihrer Familie, zu der ganzen Welt, und die eine Verantwortung spürt auch, nicht nur für ihr eigenes Leben, trotz aller Überforderungen, dass sie sich wirklich fragt, was sind eigentlich Gründe für diese schwierige Entscheidung, die ich zu treffen im Begriffe sind? Gründe, die ich in mir selbst finden kann. Also mit anderen Worten, ich würde jeder Frau, die vor einer schwierigen Entscheidung steht, raten, fragen Sie sich, wer oder was kann und möchte ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben wirklich sein? Eben welche Art von Person, die jetzt durch diese schwierige Entscheidung, die ansteht, sich wirklich befreit. Und zwar nicht nur zu einem Leben, das nicht nur andere glücklich macht, sondern auch sie selbst, sondern auch zu einem Leben, das Freiheit und Liebe wieder, ja, in eine Balance bringt. Ja? Also Freiheit und Zugehörigkeit in eine Balance bringt. Und alles andere, denke ich, kann man salopp ausgedrückt knicken. Bei schwierigen Entscheidungen helfen keine Pro-Kontra-Listen. Es hilft wirklich nur, die Gründe in sich selbst zu finden, verantwortungsbewusst damit umzugehen und nicht zu vergleichen, was andere Menschen machen, die sich speziell, ja, unkritisch mit bestimmten Rollenzuschreibungen identifizieren. Sie singen in Ihrem Buch das Lob der Faulheit und setzen die Faulheit der allgemeinen Rastlosigkeit entgegen, der überbordenden Ergebnisorientierung und dem Fortschritts- und Wachstumszwang. Sollen wir jetzt alle faul auf dem Sofa liegen, oder worum geht es Ihnen dabei? Ja, also das ist sicherlich dieses Kapitel, das Sie ansprechen, eines, das eben, ja, gegen den Effizienz-, den Effektivitätswahn unserer Zeit richtet. Wir befinden uns ja in einem ökonomischen System, das trotz Corona, ja, jetzt auch trotz des Angriffskriegs auf die Ukraine, immer noch letzten Endes in diesem Modus immer weiter, immer schneller, immer höher befindet. Und das bedingt natürlich, dass wir eine ganz bestimmte Vorstellung haben von Nützlichkeit, sich nützlich machen, auch von Produktivität. Also produktiv ist einmal vielleicht, können wir sagen, eine echte Frau, die echte Kinder zur Welt bringt. Genauso ist aber produktiv natürlich ein Unternehmen, das Gewinne erwirtschaftet. Ist völlig klar. Es ist ja auch gut und vernünftig, ja, so zu denken. Das Problem ist nur, wenn das dann zu viel wird und wenn es damit einhergeht, Menschlichkeit zu nehmen, dem Menschen, und letzten Endes Menschen nur noch so arbeitende Kampfmaschinen zu machen. Und ich glaube, dass es, und da würde ich sagen, tatsächlich nicht nur für Frauen wichtig ist, die Faulheit neu zu entdecken, also Faulheit im Sinne von Muße natürlich, die Nützlichkeit des Unnützen, die Nützlichkeit, mal wirklich still daheim zu sitzen, zu reflektieren, Kontemplation zu betreiben, sich zu überlegen, wie will nicht nur ich, sondern wie wollen wir als Gesellschaft in Zukunft leben? Was ist ein gutes Leben? Und wie können wir so leben, ja, dass wir eine bestimmte Lebensqualität selbstverständlich haben, auch noch unsere Kinder und Enkel und Patentöchter oder wer auch immer? Wie können wir leben, ohne dass wir die Natur, ja, und die Menschen und uns selbst permanent ausbeuten? Und ich glaube, ohne diese Art der Faulheit, sprich der Muße, können wir auch unsere Gesellschaft nicht verändern und können wir auch dieses wichtige Thema eben Zuständigkeit der Frauen, ja, nicht ändern. Und es ist eine Anregung. Ich fand es ganz interessant. Sie beschreiben ja, oder Sie sagen am Ende des Tages,
sind Frauen, die in diesem Modus sich bewegen als Superwoman, riskieren, zu modernen Kampfmaschinen zu werden, die sich eben diesen verschiedenen Herausforderungen in einer Art und Weise stellen, dass es doch letztlich verhärtend wird. In diesem Kontext, glaube ich zumindest in diesem Kontext, gehen Sie auf das Thema Einsamkeit ein. Wo sehen Sie, wir merken ja, Einsamkeit ist ein zunehmendes Phänomen. In Großbritannien wurde ja sogar ein Einsamkeitsministerium eingerichtet. Und es scheint so eine Spirale zu geben der modernen Gesellschaft, in der immer mehr Menschen sich einsam fühlen. Wo sehen Sie die Ursachen für diese Entwicklung und was kann man tun, was kann Frau tun, um dieser Einsamkeitsspirale zu entgehen? Es ist einmal sicherlich diese gewaltige Individualisierung unserer Gesellschaft. Der betrifft ja eigentlich alle westlichen Kulturen, zunehmend natürlich jetzt auch Osten, ist ja klar, Fernost, Asien, Orient und so weiter. Überall letzten Endes, wo wir es mit einem spätkapitalistischen System zu tun haben, das eben von den Beschäftigten, von den Mitarbeitern, auch von den Führungskräften natürlich auch, den Unternehmerinnen und Unternehmen, Flexibilität und Agilität verlangt, wie man so schön sagt. Und zwar eben auf allen Ebenen, in beiden Bereichen, im Harten wie im Weichen. Und das bedingt sozusagen, dass man ja sich in eine Lebensweise hineinkonditioniert, die nur noch darauf geeicht ist, eben tatsächlich, zu funktionieren, zu arbeiten, was auch immer, ob es jetzt im Privaten ist oder im Beruflichen im engeren Sinne, und darüber hinaus eben tatsächlich die Beziehungspflege zu vernachlässigen. Und gerade es ist so, es mag auch ein Faktum der Biologie auch wiederum sein, dass Frauen sicherlich sehr beziehungsorientierte Lebewesen sind, ja. Und also ich spreche auch aus eigener Lebenserfahrung, auch wenn ich sage, ich bin jetzt eine schlechte Frau, weil ich bin nicht verheiratet, ja, ich lebe nur in einer Partnerschaft, oder ich bin eine schlechte Frau, weil ich einen männlichen Beruf habe, nämlich ich bin Philosophin, aber dennoch bin ich sehr beziehungsorientiert. Ja? Mir sind Freundschaften sehr, sehr wichtig. Ich habe lange in der Klinik ehrenamtlich mit Patienten und Patientinnen philosophiert. Aber ich glaube, speziell für Frauen ist es sehr schwierig, heute, ja, speziell wenn sie 30 sind, wenn sie 30 überschritten haben, sich einzugestehen, ich bin einsam oder ich bin allein, weil es eben nicht nur ein Problem ist, das sicherlich auch viele Männer in dem Alter haben, sondern auch da wieder, weil natürlich Frauen auch da wieder dahingehend bewertet werden. Jetzt hat sie eigentlich ein Alter erreicht, wo sie eigentlich schon verheiratet sein sollte und eigentlich schwanger sein sollte, ja, neben den beruflichen Schritten, die sie unternommen hat. Und dieser zusätzliche Druck, der sozusagen auch auf Frauen lastet, ist schwierig. Ich denke aber, dass es sehr gute Möglichkeiten gibt, auch da wieder Abstand zu nehmen von Erwartungen, ja, von einem bestimmten unreflektierten Konformismus und sich frei zu machen, ja, davon, dass ich jetzt sofort, ja, in sämtlichen Beziehungen stehen muss, die andere auch haben und die anderen Frauen, die andere Frauen auch erfüllen sollten. Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da eben locker machen und wirklich zu uns zu fragen, was ist denn das Leben? Ja? Ist das Leben jetzt eine bestimmte Ansammlung von Sollen und Müssen und ich darf jetzt auf keinen Fall einsam sein, allein sein? Oder ist es nicht vielmehr eher so etwas wie ein Experiment? Also das würde ich sagen, inspiriert auch von den Stoikern, ein Experiment, wo es mehr oder weniger darum geht, sich immer zu öffnen, ja, den Herausforderungen genauso eben wie anderen Menschen. Ich glaube wirklich, es ist auch da sehr stark eine Haltungsfrage, inwieweit es mir gelingt, aus einer meinetwegen aktuell bestehenden Einsamkeitssituation mich zu befreien. Also mit welcher Offenheit, mit welcher Neugier begegne ich der Welt und den Menschen? Sie haben da sprechen in dem Buch noch ein anderes Thema an, nämlich das Älterwerden. Und es ist ja nun so, mit jedem Jahrzehnt, dass ich älter werde, rückt das Eheende näher ins Bewusstsein. Die ersten Falten zeigen sich, die Haare werden grau, das Gewebe wird schlaffer, die Kondition lässt nach. Der Verfall ist ein langsamer Prozess, aber er wird eben mit jedem Tag sichtbarer.
Das gilt doch für Männer und Frauen gleichermaßen, oder gibt es da doch Unterschiede? Also der erste Unterschied ist sicherlich auch wieder sozusagen ja historischer Natur, was eben bestimmte Rollenerwartungen betrifft. Die Frau ist halt wirklich traditionell, das gilt bis heute, das schöne Geschlecht. Ja, als solches gilt sie jedenfalls. Deswegen schaut die Gesellschaft natürlich viel stärker auch auf den Körper einer Frau, speziell dann eben, wenn er vielleicht nicht mehr ganz so frisch ist. Und das empfinden viele Frauen sicherlich als sehr, also ich denke, es empfindet jede Frau als außerordentlich grausam. Selbstverständlich gilt es aber für beide Geschlechter, dass das Älterwerden, ja, das Nachlassen der Energie, gerade in dieser Hochleistungsgesellschaft, in der wir uns ja befinden, eine unglaubliche Herausforderung ist, auch eine Demütigung ist, ja, die mit vielen Ängsten verbunden ist. Was passiert jetzt mit mir, wenn ich nicht mehr ganz so frisch wirke? Werde ich dann outgesourced? Werde ich ersetzt von jemandem Jüngeren? Und ich glaube, auch da ist es ganz, ganz wichtig, für sich eben eine Haltung zu finden, die ich ja auch gerne den strategischen Nonkonformismus nenne, nämlich für sich selbst zu definieren, ab wann bin ich alt und ab wann bin ich jetzt nicht mehr attraktiv. Bin ich tatsächlich ab einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens attraktiv oder zählt für mich etwas ganz was anderes und möglicherweise auch für die Menschen um mich herum? Ja, ist vielleicht doch das, was ich sozusagen von innen heraus als Schönheit nach außen trage, durch meine Worte, ja, durch meinen Geist, durch das, was ich einfach beitrage an Gestaltung für die Zukunft dieser Gesellschaft. Viel wichtiger als irgendeine bestimmte Äußerlichkeit, die dann ein bestimmtes Haltbarkeitsdatum überschritten hat, bald. Womöglich jetzt noch, heute noch oder was? Nein. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, wenn ich Sie so höre, die Frauen, die überfordert sind, die einem gewaltigen Druck ausgesetzt sind, sind Frauen eigentlich am Ende des Tages Opfer? Ja, eine sehr schwierige Frage. Also ich würde sehr davor warnen, ja, mit diesem Opferbegriff ja zu großzügig umzugehen. Also ich halte davon nichts. Ja, wir haben das bei MeToo gesehen, bei der großen MeToo-Debatte, wie schnell so eine Opferrede dann umschlägt in so ein falsches Dilemma. Auf der einen Seite die weiblichen Opfer, auf der anderen Seite die männlichen Täter. Ja, alle Männer sind potenzielle Schänder von Frauen, um Gottes Willen. Ja, ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst sein, dass wir in extrem privilegierten Verhältnissen leben, wir hier in Deutschland, in dieser Gesellschaft, dass es uns Frauen sehr, sehr gut geht und dass wir trotz totaler Überforderung im Einzelfall, ja, wenn man zum Beispiel an alleinerziehende Mütter denkt oder so, dass es trotz alledem uns wirklich so gut geht, dass wir, selbst wenn wir das subjektiv das Gefühl haben, wir sind Opfer der Erwartungen, ja, der Gesellschaft, dass wir dann immer noch einen Freiraum haben, einen Gestaltungsraum, uns da rauszubewegen. Und auch das ist ein Grund, warum ich die Zentrale der Zuständigkeiten geschrieben habe. Ich möchte wirklich Frauen heute praktische Orientierung geben, dafür eben sich zu befreien aus bestimmten Zuschreibungen, zum Beispiel eben auch der Zuschreibung Opfer, aus bestimmten Erwartungen, die wirklich helfen, ganz konkret und wirklich auch ganz schnell. Und ich möchte auch wirklich uns alle ein bisschen mehr zum Lachen bringen und ein bisschen mehr, ja, zur Leichtigkeit motivieren, weil ich glaube, das brauchen wir alle jetzt, ja, in diesen Zeiten, in diesem Jahr 2022, das absolut objektiv betrachtet, nicht einfach ist auch für uns alle. Vielleicht doch noch eine Frage. Sie zitieren in Ihrem Buch Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Bezogen auf die moderne Frau, bezogen auf die Beziehung zwischen den Geschlechtern. Was ist denn da ein falsches Leben? Also da würde ich tatsächlich gerne antworten, sowohl aus Sicht der Frau wie auch aus Sicht des Mannes. Aus meiner Sicht ist wäre ein falsches Leben, ein verblendetes Leben tatsächlich eines, das eben in unkritischer Identifikation mit einem bestimmten System erfolgt,
das uns eigentlich alle wegführt von einem guten, einem gelungenen Leben, also der Eudaimonia philosophisch gesprochen. Ein richtiges Leben, ja, wie Adorno sagt, wäre eines, in dem wir wirklich uns fragen, immer wieder neu fragen eigentlich, was heißt denn heute Emanzipation? Was sollte eigentlich Freiheit heute für Frauen und Männer heißen? Und ich glaube eben, ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass heute Freiheit untrennbar verbunden sein sollte mit Zugehörigkeit, mit Liebe. Ich habe kürzlich eine wunderbare Formulierung gehört der amerikanischen Schriftstellerin Siri Hustvedt, die eben formuliert hat, Freiheit, ja, es sollte sozusagen Freiheit sein, jemanden zu umarmen. Und diese paradoxe Formulierung, ja, die bringt, glaube ich, ziemlich schön auf den Punkt, was ich für mich persönlich, aber ich glaube auch, dass es für sehr, sehr viele Menschen in dieser Gesellschaft auch das Gleiche gilt, was für uns alle eigentlich heißt, ein richtiges Leben zu haben. Ja, vielen Dank, Frau Reinhardt. Es hat mir Spaß gemacht, diesen Part hier zu übernehmen und Ihre Gesprächspartnerin zu sein. Jetzt kehren Sie zurück in Ihre Rolle und übernehmen. Der Dank, Frau Farnhorn, Beate Farnhorn, ist ganz auf meiner Seite. Ich danke Ihnen, der geschäftsführenden Direktorin der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, für diese große Wertschätzung, dass Sie heute die Moderatorin waren und mich als Autorin meines Buches Die Zentrale der Zuständigkeiten, ja, befragt haben. Ich freue mich. Und möchte Sie, liebes Publikum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuseherinnen und Zuseher natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, Sie mein aktuelles Buch selbstverständlich überall im Buchhandel erwerben können, wie auch, wenn Sie Mitglied der WBG sind, im WBG-Shop erwerben können, wie auch, wenn Sie noch kein Mitglied der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft sind, aber eines werden möchten, sich dieses Buch, Die Zentrale der Zuständigkeiten, als Geschenk, als Willkommensgeschenk nach Hause kommen lassen. Wenn Sie Fragen haben, Kritik, Anregungen, Anmerkungen zu dieser Folge, wie auch natürlich zu den regulären Folgen insgesamt, ja, wir werden ab der kommenden Folge wieder ganz regulär weitermachen natürlich, dann freue ich mich, freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben mögen auf der WBG-Community-Plattform oder in den sozialen Medien. Was sagen Sie dazu?